Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. In dieser Folge werden wir uns in das Fu-Syndikat begeben, um dort die Freilassung von Barabbas zu verhandeln. Gleich mal los, würde ich sagen. Was uns denn hier Schönes erwartet? Und draußen ist es fleißig am Regnen. So, wir haben hier einen Empfang, der nicht besetzt ist. Verschlossene Türen. Können wir die knacken? Fu-Syndikat, beschränkter Zugang. Wir können hier anscheinend noch nichts machen. Deswegen. So glad you finally decided to show up. If you want to meet your comrade. Walk through those doors. Nein, bringen Sie ihn hier raus, dann reden wir. Subject will not enter the next area. This may be due to a theoretical sixth sense, or perhaps it is simply afraid. Are you stubborn by nature or instinct? Deine Worte sind Fallen. Subject is uncooperative. This may be a side effect of its condition. Or a residual personality defect. Step through the doors. Funktioniert das jemals? Subject refuses to move to the next chamber. I assure you, your comrade is still alive. If you want him released, you'll do as I say. Sie werden durch die Tür gehen. Step through the doors. Abgemacht. Okay, anscheinend eine Falle. Wir müssen hier anscheinend mehrere Testkammern durchlaufen. Erinnert euch das an etwas? Hust, hust, Portal, hust, hust. Nein, natürlich nicht ganz so. I am told you are a rather resourceful individual. This should make you a most intriguing specimen. You and your kind may play mortals for weaklings and fools, and that may be fitting for some. But you underestimate me. Subject is female. Appearance suggests early to late 20s. True age unknown. As with the other, there are no vital signs. No heartbeat, no body heat. Test chamber air sample is 97% carbon monoxide. Normal respiration cannot take place. Subject is by all definition clinically dead. Hello in there. I'm going to run some tests on you. I'm interested in how you work, but only because it's my task to find the most efficient way to kill your kind. Please, give me everything you've got. Begin the experiment. Test chamber has been filled with ultraviolet light, releasing moderate UV radiation. Does that burn at all? Subject exhibits no sign of pain or even physical discomfort. Shut down the lights. Conclusion? UV radiation does not produce the desired effect. Please, move on to the next chamber. If you cooperate, I will give you a dog for your good behavior. Your kind is resourceful. Your survival instinct borders on animalistic. I'm curious about your innate abilities. Let us see what you can do. The walls are reinforced concrete, several feet thick. There is no other exit. Believe me, it is my design. Okay. Ich mache ein Quick Save. Da das hier nach Explosionen aussieht. Wir müssen hier anscheinend etliche Testkammern durchlaufen. Geh aus. Danke. Dankeschön. Oh. 13 Erfahrungspunkte. Weil der Verrückte da uns ja hier testen will, unbedingt um uns Vampire besser töten zu können. Was soll das jetzt? Autsch.
Mach mal einmal Blutheilung an. Only the most simple creatures can survive dismemberment. I am told you can regenerate parts of your body. I'd much like to observe this. I wonder, how many limbs can you lose before you cease to function? Ups. Spiel an. Quick Save. Na, jetzt muss ich hier nochmal durch. Okay. Kein Problem. Geh aus. Danke. So, nochmal Quick Save. Was muss ich denn da machen? Also irgendwas mit der Pistole machen, glaube ich, sonst wird da hinten keine liegen. Only the most simple creatures can survive this dismemberment. I am told, you can regenerate parts of your body. I'd much like to observe this. I wonder, how many limbs can you lose before you cease to function? You've shown great resilience so far. Let's see how you do against some live targets. Proceed to the next room. Myths are constructed around legitimate observations. Let us find out if there's any truth in an old superstition. Initiate Van Helsing experiment. Does that hurt? I'd rather the experiment didn't end here. Please, don't disappoint me. Und was soll ich jetzt mit dem machen? Soll ich den jetzt töten oder was? Das will ich doch gar nicht. Was passiert, wenn ich auf den Feuerlöscher schieße? Nichts. Van Helsing hypothesis tests false. Well, when God fails, put your faith in the gun. Proceed, Commander. Men are veteran mercenaries. The weapon modifications are made. Hey, we find incendiary rifle. Promising. Suggest field test. Der letzte ist jetzt wo?
Ja, Waffe haben wir voll. Den will ich aussaugen. Wenn das geht. Damit ich mein Blut und mein Leben wieder voll kriege. Ja, dann geht's halt nicht. Weil der Typ gepanzert ist. Terminated. Belmont Team. You are turning out to be a very useful guinea pig. But we have a conflict of interest. You continue to endure, even though it's my instruction to incapacitate you. This calls for a more drastic approach. Continue to the next room. I'm very enthusiastic about this next test. Also hier unten. Quick save. Many regimes use electricity to torture information out of their captives. It would be useful if this applies to your kind as well. Or will the voltage have results similar to fire? Let's find out. Okay, verstehe. Ich verstehe nicht. Was muss ich machen? Considerable mental and physical acumen. And I'm quite perplexed how something that should be dead can display such strong survival skills. Let's begin the final test. Step into the next room. Okay. Final test. Nächster Raum. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil der Typ ja immer zwischendurch am Labern ist und das ja oben links als Untertitel angezeigt wird. Deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Stand by. Run a check on the extinguishers one more time. I've already determined fire is a weakness of your kind. I would like to know more about the psychological effect it has on you and how it may be exploited. So, was ihr könnt, kann ich auch. Irgendwie sieht die Shotgun ganz komisch aus von der Textur her. Ach, komm hier. Da liegt was.
Wie komme ich da in den einen Raum rein? Da lag nämlich was, was ich haben will. My employer's punishment for your escape would be 1000 times more painful than anything you could devise. I refuse to give you satisfaction. Was haben wir denn hier? Irgendwelche alten Gräber oder sowas? Da hinten liegt was, was will ich haben? Nun gut, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Hallo. Nehmen wir das mal so. Dankeschön. Gewonnene Erfahrung 2. Und einen Schlüssel. Nein, jetzt auch nicht Spieler beschützt. Ah, danke schön. They get you too. Now I've got no excuse. A Nosferatu getting caught by a bunch of humans. This is a new low. Du bist Garys Augen in Chinatown? Wait, we can't go yet. There are servers here. We need to hack in and delete all of their research. Should be a mainframe on this floor. Weißt du, was Computer und ich gemein haben? Die Bugs. Wird also schon schief gehen. Let's check the computers. Anything on Kindred needs to get wiped. Anyone interferes, you leave them to me. Grrr. If I tore the lungs out of everyone in this place, it still wouldn't feel like revenge. Im Dinge verschwinden lassen bin ich ziemlich gut, vor allem mich selbst. Okay. Let's go. Let's go. Ich will da hinten noch rein. Wie kommt man da rein? In case of fire pull. Anscheinend kommt man da nicht so einfach rein, aber ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Deswegen müssen wir da wohl gleich durch. Aber ich beende jetzt die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Herr Mango. Ciao, ciao.